Hallo und herzlich willkommen, werte Mitstreiter, hier zu einer neuen Folge Minecraft Mittelalter Let's Show. Ich melde mich hier zurück aus dem Dörfchen Hochfels, das ich ja gerade hier am Bauen bin. Und ja, ich wollte euch mal den neuen Stand der Dinge hier wieder zeigen. Im letzten Let's Show ging es ja um die Kaserne der Drachengarde. Und ich habe ja gesagt, ich wollte noch den Übungsplatz bauen. Hier an die Kaserne dran. Ich switche mal kurz. So, da sehen wir das Dörfchen. Ja genau, der Übungsplatz ist fertig und die Stadtmauer und das Tor und zwei Türme sind hinzugekommen. Genau. Dann möchte ich euch noch die Schmiede zeigen. Genau, diese drei Sachen, um die geht es jetzt in dieser Folge. So ist es. Lasst uns loslegen, Leute. In den letzten oder beiden Parts hier von der Festung, von der Kaserne, habe ich vergessen, die Texturen wieder auf schön zu schalten. Das habe ich jetzt mal wieder getan. Und ist ein bisschen mehr was fürs Auge jetzt. Sonst sahen die Bäume ja auch unter anderem vorher dann nicht so schön aus. Ich schalte dann immer auf schnell, wenn ich wieder baue. Und auf schön dann, wenn ich es aufnehme. Naja, so Leute, lasst uns loslegen, jawohl. Da Burg oder da das Dörfchen Hochfels noch ein junges Dorf ist, das gerade im Aufbau ist, hat sich der Burgherr entschieden, doch erstmal eine oder einen Palisadenwall um die Stadt zu ziehen, als erste Verteidigungslinie und ein Tor hier mit einer Zugbrücke und einem Burggraben hier drumherum, wo Wasser unter anderem die Gegner aufhalten soll. Im späteren Verlauf wird der Burgherr sich sicherlich für eine Steinmauer entscheiden. Er hat ja schon die Türme hier aus Stein bauen lassen. Nur erstmal ein Palisadenwall und ein Wassergraben hier drumherum sollen erstmal Genüge sein. So ist es. Leute, lasst uns einmal die Türme von innen betrachten. Diese Mauer hier, dieser Wall wird gestützt von diesen Stützpfeilern, die es hier überall an der Mauer entlang gibt. Somit dürfte es gegen Katapulte und Rammen doch erstmal ein bisschen geschützter sein. Wenn auch nicht viel, aber vielleicht hält es dann etwas mehr aus, dachte sich der Burgherr. So ist es. Ja, Leute, wie immer, die Schießscharten hier ringsherum. Hier kommt man dann auf den Wall. Natürlich in beide Himmelsrichtungen hier. Und obendrauf nochmal ein freier Rundumblick hier auf das Land, das dem Burgherrn gehört. Das hier ist ein offener Turm. Dann gibt es natürlich hier unten noch, wollen wir mal rüber spazieren. Hier drüben gibt es dann noch einen etwas dickeren, größeren und gesicherteren Turm, einen Wehrturm. Natürlich auch wieder mit den obligatorischen Schießscharten für Armbrust oder Bogen. So. Und natürlich überdacht für einen Schutz vor, naja gut, Katapulten wird das Dach wahrscheinlich nicht sehr standhalten, aber auf jeden Fall vor Pfeilhageln. Ist schon wieder Nacht geworden. Aber hier oben haben wir ja Licht, deswegen werde ich jetzt mal nicht den Konsolenbefehl eingeben. Jawohl, Leute. Wie immer der Rundumblick. So, jawohl. Und Licht natürlich darf nicht fehlen hier oben auf dem Turm. So, gehen wir weiter zum Tor, Richtung Tor. Der Mond stieg am Himmel auf und er machte seinen Kontrollgang auf der Mauer. Er schaute Richtung Wald. Doch es waren keine Räuber, keine Spione zu sehen. So, jawohl, im Tor angekommen. Haben wir hier drei Schießscharten mit dem Blick unten auf die Straße, die da noch kommen wird natürlich.
Ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. Die Straße soll noch durch den Wald verlaufen und sich hier gabeln. Richtung da hinten, dass ich das mit meinen anderen Dörfchen, die ich hier schon stehen habe, verbunden werden kann. So ist der Plan der Dinge. Wie gesagt, hier die Skischarten. Und hier haben wir noch einen Hebel, der diese ganzen Mechanismen, die jetzt natürlich nicht funktionieren, aber ihr müsst es euch vorstellen, die diese Mechanismen hier in Gang setzen und das Fallgitter herunterlassen und dann diese Kurbel hier als Baumstamm das Seil der Zugbrücke hochziehen und sich hier drum wirbeln. Somit wird dann das Tor hochgezogen. So ist es. Jawohl, hier natürlich auch nochmal. Gut, jetzt hat man hier etwas weniger Sicht, aber man kann notfalls was runterbrüllen oder von hier dann halt schießen. Hier sind nämlich auch nochmal zwei Skischarten. Ja, und ansonsten kommt hier nur noch das kleine Stückchen, wo man den Blick auf den Wald hat. Etwas oder gar da hinten zur Straße hin. Jawohl, das ist das Torhäuschen und eine Kleinigkeit habe ich aber noch. Natürlich darf es nicht fehlen hier, wenn Händler vorbeikommen, möchte der Burgherr natürlich auch ein wenig Gold sehen. Eventuelle Händler oder Wanderer oder Reisende, die Unterschlupf suchen, müssen natürlich hier auch ein bisschen Zoll bezahlen. Das passiert hier. Hier die Anreisenden. Hier wird ihnen dann etwas Gold abgeluchst. Und hier werden dann Händler, Reisende, die wieder gehen, müssen hier dann Bescheid sagen, dass sie in dem Buch verfasst werden, dass sie wieder gegangen sind. Gucken wir doch mal schnell rein. So, hier ist der Stuhl. Hier ist ein kleiner Ofen, denn es ist ja sehr offen und steinig, also ist es wahrscheinlich auch etwas kühl hier drin. Ne? Da ja draußen sowieso noch Winter ist, ja, braucht man so einen Ofen unbedingt. So, hier haben wir ein kleines Regal. Und hier haben wir, ich nehme es mal stark an, okay, es ist noch nichts drin, aber hier drin wird der Zoll gesammelt und dann in die Schatzkammer gebracht. Und, hier haben wir dann die gute Buchführung, wer wann gekommen ist und wer ist und wie viel er bezahlt hat. So ist es. Ja, Leute, das ist das kleine Zöllnerhäuschen. Zöllnerhäuschen. So, genau. Der dann hier drinne sitzt und zur Kasse bittet. Jawohl, Leute. Und hier ist das kleine Upgrade schon mal, sage ich mal, der Kaserne der Drachengarde. Erstmal eine Mauer, die das Ganze hier umgibt, dass es etwas abgeschotteter ist. Das Banner natürlich auch hier draußen, das auf die Drachengarde hinweist. Und dann, Leute, kommen wir zum Übungsplatz der Nahkämpfer, die dann hier mit Schild und Schwert oder mit Doppelbewaffnung hier an diesen Trainingspuppen ihr Talent, ihr Geschick beweisen können. Im Kampf, na gut, hier gegen die Puppen, aber halt üben für den Ernstfall. Genau, so ist es. Genau, wie gesagt, hier die Nahkämpfer. Und würde ich sagen, das war das. Es ist immer noch dunkel, aber wir müssten eigentlich genug Licht haben. Denn ich habe das hier ordentlich mit Fackeln versehen. Jawohl, was nicht fehlen darf, ist natürlich dann auch noch der Übungsplatz für die Fernkämpfer. Hier ist der Weg des Ausbilders, der sich das Ganze dann hier anguckt. Oh, da habe ich schon was weggeschossen in so einem Übungsfeil. Da war eigentlich eine schwere Rüstung drin. Das können wir nochmal ganz schnell reparieren. Zack. So. Wunderbar. Genau, das ist es. Hier steht dann der Ausbilder und guckt sich das Ganze an. Hier hat er schon so einen Trampelpfad sich platt gemacht hier. Huppala. Der dann hier sagt, Arme hoch oder Sehne mehr spannen, zielen und dann hier Feuer. So ist es. Genau, wie gesagt. Wir haben drei Übungsbahnen hier. Das sollte eigentlich reichen. Und dann muss man sich hier auf dieses Podest stellen. Dann heißt es zielen und Feuer. Da haben wir auch gleich einen Kopfschuss gelandet. Zack. Oh, der ging drüber. Oh, ganz knapp. Den haben wir leicht skalpiert da oben. Ja, nichts für zarte Gemüter hier. Aber das ist gut, dass wir das Stroh da hinten
deponiert haben, dass es keine an dem Stein Abpraller gibt und dann noch irgendwen da hinten treffen, über die Mauer rüber, das wäre nicht so gut. Deswegen soll hier das Stroh Abhilfe schaffen und dann die Pfeile an Ort und Stelle behalten. Genau, hier haben wir noch eine Truhe mit verschiedenen Pfeilsorten. Einmal Brandpfeile, normale Pfeile und spitze Pfeile gegen schwere Rüstung. Genau, somit kann man hier verschiedene Situationen simulieren. Gut, hier haben wir die scharfen spitzen Pfeile schon verschossen. Genau, Leute, das ist der kleine Bogenstand. Das Trainingsgelände der Fernkämpfer. Die Kaserne von innen kennen wir natürlich. So ist es. Jawohl, wie gesagt, mit einer kleinen Mauer umzogen. Und Leute, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu der Schmiede, wie angekündigt. Die Schmiede hier unten arbeitet separat von der oben in der Burg, die ausschließlich für den Burgherrn arbeitet, und hier unten die Schmiede arbeitet hier für das Dorf und ab und an natürlich auch mal für den Burgherrn oben. Das Einzige, was der Schmied oben in der Burg nicht hat, ist ein Schmelzofen, wie dort steht. Aber da sprechen sich die beiden ab und gegen entsprechende Bezahlung wird dann auch von ihm hier auch was angefertigt. Neue Barren für ihn da oben. So betreiben die regen Handel hier, genau. Aber lasst uns doch mal das Haus des Schmieds einmal anschauen. Hier haben wir natürlich das das Aushängeschild hier, dass der Schmied hier drinnen wohnt, mit einer kleinen Überdachung. So, wollen wir mal reingucken? Jawohl. Hier haben wir ein paar Tischchen, Messer und was man hier so alles braucht, um zu kochen natürlich. Hier brutzelt der Ofen. Ach, herrlich. Schön warm hier, deswegen sollten wir vielleicht nochmal die Tür zumachen, dass die Hitze nicht abhaut. Genau, hier haben wir einen Kamin, den ich auch versuche immer etwas, also nicht immer gleich zu bauen, damit das auch gut aussieht hier. Hier haben wir noch so einen coolen Drachenkopf und so ein paar Skelette hat der Schmied hier oben drauf liegen. Na, wer weiß, wo die herstammen. Hier hat das Fräulein des Hauses noch so ein paar Blümchen natürlich. Hier sitzen die Schmiedfrau und Sohn oder Tochter, wer weiß. Aber ich nehme mal an, er Sohn, dass er mit in der Schmiede hilft. Das kann die Tochter natürlich auch, aber nehmen wir jetzt mal an, ein Sohnemann wohnt hier mit. Hier haben wir noch eine Truhe, oh, mit ordentlich Leckereien hier, mit Essen. Oh, gibt hier sogar, oh, guter Kabeljaufisch, jawohl. Das Geschäft läuft anscheinend. Der kann sich etwas besseres Essen leisten hier. So, kommen wir in die zweite Etage. Hier haben wir eine Truhe, jawohl, mit Wechselklamotten des Schmieds und Familie. Hier haben wir noch eine kleine Badewanne. Jawohl, nach getaner Arbeit und verrußtem Gesicht muss man sich hier natürlich auch erstmal ordentlich waschen. Hier haben wir noch einen Ofen. Und hier ist dann das Schlafgemach des Kindes und der Eltern. Im Mittelalter war es ja so, dass die Kinder kein eigenes Zimmer wirklich hatten und in der Nähe der Eltern schlafen, mitschlafen mussten, so gesehen. Ja, da gab es dann hier nachher nur noch vielleicht so eine Holztrennwand, wenn man Glück hatte. Da mussten die Kinder nahe bei den Eltern mitpennen. Ich denke mal, Kinderzimmer waren eher den Adligen, wenn überhaupt, vergönnt. Genau, den etwas reicheren. Denn Mittelalter in Häusern war wenig Platz. So, jawohl, einen Angler haben wir hier mit drinne, der dann, wenn das Eis geschmolzen ist, im Burggraben wahrscheinlich auch wieder fischen gehen kann, wenn das Eis geschmolzen ist. Eine Sonnenuhr natürlich, dass man auch immer weiß, aha, da steht die Sonne gerade. So, hier kommen wir in die nächste Etage, Leute. Hier sind die eventuellen Bestellungen, die aufgegeben wurden und fertig sind, sind hier zwischengelagert. Hier haben wir noch ein Klemmbrett, wo dann drauf steht mit Termin, wann die abgeholt werden und wem was gehört. Schauen wir doch einfach mal rein, was es hier so gibt. Naja, genau. Hier haben wir schon mal für die Kaserne wahrscheinlich neue Rüstung.
und ein paar Pfeile. Ah ja, der Schmied fertigt wohl auch Pfeilspitzen an. Upala, musst du mal kurz aufstoßen. So, genau, ein paar Schwerter. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch die schweren Rüstungen. Jawohl, für den Ernstfall. Für die Nahkämpfer. Nochmal ein paar Pfeile haben wir hier. Schwerter. Eine. Boah, ich würde sagen, eine Bognerrüstung. Für die Bogenschützen. Und hier haben wir noch ein paar Messer. Jawohl, wahrscheinlich für den Haushalt. Denn unser Schmied hier unten fertigt so einiges an und repariert. Nicht nur Rüstungen, sondern auch Waffen und unter anderem Werkzeuge. Wie Schaufeln, Messer etc. Was man nicht so alles braucht. Hier haben wir dann die Esse. Und eine Werkbank. Hier ist nochmal das gute Klemmbrett. Und diese Kiste ist für dringliche Aufträge, die er zuerst behandeln muss. Wahrscheinlich dann auch für die Kaserne und für die Küche in der Kaserne. Wichtige Aufträge, die sie schnell wieder brauchen. Die kommen dann hier rein und müssen zuerst hier wieder gefertigt werden. So ist es. Ja, die Schaufel hängt hier, weil der Schmied sich dachte, um Zeit zu sparen, machen wir hier einfach ein kleines Kohlelager hin. So eine kleine Grube. Dann kann er hier mit der Schaufel zack schnell sich wieder eine Schaufel Kohle holen und ab in die Glut und anfachen. Genau, so, da haben wir es, das kleine Kohlelager. Dann kommt die Schaufel einfach wieder hin, zack. Genau. So, ja, die Esse haben wir hier für das Erhitzen und dann das Formen des Eises. Und dann wird's zisch, genau, müsst ihr euch vorstellen, dann raucht es hier einmal kurz. Dann wird es hier einmal gehärtet im Wasser. Man könnte auch Öl nehmen, aber ich denke, das war zu Mittelalterzeiten noch nicht der Fall, weil durch Öl, wenn man das abschreckt, das Schwert in Öl, wird es noch um einiges härter. Aber ich denke mal, zu Mittelalterzeiten, genau weiß ich es nicht, hat man nur Wasser benutzt. Aber das weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht genau. So, das war der kleine Anbau, die Schmiede hier. Kommen wir noch zu dem Schmelzofen, wie vorhin gesagt. Es schneit, es wird wieder kalt. Aber ihr seht, die Pflanzen kommen schon langsam durch. Und der Frühling bahnt sich seinen Weg. Ja, Leute, der Schmelzofen. Ich glaube auch, dass es Rennofen heißt. Ich weiß es jetzt aber nicht ganz genau. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich finde das unheimlich interessant. Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, wie das Teil hieß zum Schmelzen der Rohmaterialien. Ich meine, es hieß Rennofen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Schmelzofen. Wie gesagt, würde ich mich drüber freuen. Wenn ihr das vielleicht wisst, schreibt es mir mal in die Kommentare. So ist es. Genau, wir wollen uns mal ein Metall holen. In diesem Fall auch Eisen, wie hier schon gebunkert. Funktionierte das Ding so, man ging hier hoch. Man hatte hier eine Öffnung. Ich muss das vielleicht erstmal... Unten wurde das Feuer angefacht. Ein heißes Feuer gemacht. Und dann gab es hier eine Öffnung, wo dann das Rohmetall reinkam. Zack. So, das klappt ja auf Anhieb. Wunderbar. Dann wurde die Klappe wieder zugemacht und dann musste man eigentlich nur warten, das Feuer immer wieder... also das Feuer am Laufen halten. Immer wieder heiß genug machen. Und... ja, dann wurde das Rohmaterial, das Roheisen, dann geschmolzen mit der Zeit. Und dann lief es über eine, ja, über einen Ablass, lief es dann hier in sogenannte Gussformen, in Barrenformen. Ja, und dann hatte man, sofern das dann abgekühlt war, musste man die nur ausklopfen und dann hatte man die Metallbarren. So wurde damals in kleinen Mengen dann hier Metall geschmolzen und dann hatte man für die Esse natürlich wieder frisch für Reparaturen oder fürs Schmieden neuer Waffen, Rüstung, wie auch immer, Eisen parat oder halt die verschiedenen Metalle, die man brauchte, parat in Barrenform und dann konnte man loslegen, nicht wahr? So ist es.
Ich möchte mal ganz kurz hier hochgehen. Und du kannst nicht. Okay. Na naja, gut, dann müssen wir das Wetter halt so abwarten. Macht ja nichts, ein bisschen Schnee. So, Leute, genau. Das war dann auch die Schmiede und die ja, die Rundführung des oder die Präsentation des neuen der neuen Gebäude hier in dem Dörfchen Hochfels. Genau, mit diesem Blick auf die Schmiede wollen wir dann das Video auch beenden für diese Folge. Ich habe noch so einiges hier stehen, was ich schon gebaut habe. Und zwar hätten wir dann noch zu sehen die Bäckerei, die Mühle und den Markt. Dann haben wir noch die Taverne und den Fleischer-Schweinehirten, der auch schon steht. Genau, und die würde ich euch dann so peu à peu in den nächsten Videos, in den nächsten Folgen hier präsentieren, wenn ihr das auch möchtet. Würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit von der Partie seid und fleißig bewerten. Ein Däumchen nach oben würde mich sehr freuen, oder wenn ihr kein Video verpassen möchtet, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Kostet ja nichts und ist schnell gemacht. Wie gesagt, jawohl, würde ich mich drüber freuen und ich würde dann erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht es gut, bis zum nächsten Video. Euer Halga. Ciao.